Hallo und herzlich willkommen auf Yuvami Entertainment. Heute erzähle ich Wladimir euch, wem ich was schenke und wieso ich es ihm schenke. Und bevor wir damit anfangen können, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht, diesem Video ein Like zu geben, denn mit jedem weiteren Yuvamianer vervollständigen wir unsere Jagd auf die 100. Der Wichtelmeister Moritz hat ja entschieden, dass ich Jan Ode bekomme. Jan Ode, muss man erstmal so wissen, was mag denn Jan Ode? Jan Ode mag ganz vieles auf dieser Welt und er mag auch Star Wars. Und da habe ich dann so geschaut, was gibt es denn so Neues vom Star Wars, was er noch nicht hat, was könnte ich ihm denn schenken? Da habe ich die Weiten des Internets gesucht und gefunden. Es gibt gerade eben eine neue erschienene Star Wars Kartenedition von Bicycle. Ja, also es sind 52 Karten mit Joker, also ein Pokerset von Karten, die an Star Wars angelehnt sind. Es gibt die in mehreren Farben, die dunkle Seite und die helle Seite und dann noch zwei weitere Farben. Das Schwierige ist für mich jetzt genau herauszufinden, welche Farbe ich ihm geben werde. Denn obwohl er ja ein großer Star Wars Fan ist, weiß ich leider ehrlich nicht, ob er eher die dunkle Seite oder die gute Seite bevorzugt. Also ist er eher ein Sith oder eher ein Jedi. Das ist für mich schwierig, das genau jetzt zu wissen. Aber ich werde das noch weiter herausfinden und dann das entsprechende Kartenset kaufen. Er sollte ungefähr $10 kosten. Ich habe bis jetzt nur amerikanische Seiten gefunden, die das anbieten. Also muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Transportgebühren bezahlen. Aber da das ein Kartenset ist, kann das eigentlich per Post verschickt werden. Und ein Paket wird ja dafür nicht benötigt. Hier sehen wir die Star Wars Karten. Hier in zwei Farben, Rot und Blau. Das ist nicht die, die wir brauchen. Rot, Blau, wir wollen die dunkle Seite, hier die helle Seite, wird auch als Blau verkauft. Als ich das letzte Mal drauf schaute, war es eigentlich weiß. Hier, da sehen wir Obi-Wan Kenobi, das Ass, das ist nicht der Falke, das ist, oder doch ist das der Falke, der Millennium Falke. Do or not, here's no try. Also sieht schon ziemlich cool aus, das ganze Kartenset, auch wenn wir hier schauen die anderen Karten uns an. Soll es Harrison Ford sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird Jan Ole alles wissen, was genau wer hier ist. Nee, das ist Harrison Ford. Der Joker ist Harrison Ford. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich Freddie Mercury. So. Hier ist auch noch The Back Design, so bis zum Rücken aus. Es wird einfach richtig, richtig cool für den Ole. Die dunkle Seite, ja, die können wir auch sich geben. Hier ist Darth Vader. Und er ist der einzige wahrscheinlich Verkaufsschlager für die dunkle Seite. Die ist hier rot. Wen haben wir da noch? Den Imperator. Oh. Das ist der Typ aus Dings da. Hier und hier können wir das kaufen. Die Dark Side und die Light Side. Oh, hier sind die anderen Farben. Ich wollte eigentlich weiß kaufen für ihn. Genau, hier weiß. Den weiß finde ich irgendwie besser. Die haben aber hier, glaube ich, von den Symbolen her alles gleich. Bloß der Hintergrund ist etwas anders. Genau. So, dann bestellen wir das mal gleich, die weiße Seite. Wir können dann mal zum Checkout gehen. Ich hoffe mal, sie schicken das ins Ausland hin. Da steht in Germany. Perfekt. Meine Vornamen war alles andere. Meine E-Mail-Adresse. Ah. Ich wollte schon sagen, wie kam das da hin? Calculated at next step steht hier bei mir mit den Shipping-Kosten. Ja, dann fülle ich das mal schnell mal aus. So, die Phone-Nummer braucht man natürlich nicht. Die fülle ich nicht aus. Oh, ich habe die E-Mail vergessen. Ganz böser Fehler. Okay, ohne Telefonnummer komme ich leider nicht durch. Das ist sehr ärgerlich. Ich mag es überhaupt nicht, eine Telefonnummer anzugeben. Was sagt uns? In case we need to contact you about your order. Natürlich, dann schreiben wir keine E-Mail, sondern man ruft mich an, dass man vor meiner Haustür steht. So, mit DHL Paket Plus dauert es $9, dann komme ich auf die $19. Das ist natürlich etwas schwierig, aber vielleicht finde ich auch noch was Billigeres, was ich dem Jan Ole kaufen kann.
auf einer anderen Seite und muss hier auf dieser Seite leider 29 Dollar zahlen. Damit ich mit den 18,95 Dollar näher dran bin. 15 Euro sind jetzt 18 Dollar und 21 zerquetschte Pennies. Wir kriegen das aber hin mit der DHL-Paket plus 6 bis 11 Tage. Und es kommt sogar noch vor Weihnachten an. Sogar vor den Feiertagen. Das ist einfach nur perfekt. Wir bezahlen dann per PayPal. Und wir bezahlen 16,30 Euro. Das hat uns PayPal ausgerechnet. Als schon mit den Gebühren drin, die sie bei der Umrechnung beantragen. 16,30 Euro. Damit komme ich bei den 15 Euro etwas über das Limit. Aber ich hoffe mal, dass das noch so durchgeht von den wichtigen Regeln. Ja, das ist also das Geschenk, für welches ich mich entschieden habe. Es heißt jetzt einfach nur abwarten und hoffen, dass es rechtzeitig ankommt. Und bis dorthin heißt es, fleißig auch die anderen Türchen anschauen, dieses Video liken und auch ein Jubamianer werden. Jedem weiteren Jubamianer können wir diese Welt erobern und auch unsere Jagd, die 100 zu vervollständigen, erreichen. Vielen Dank fürs Anschauen.